Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute machen wir was ganz Einfaches. Wir machen heute einen Krustenbraten. Ich mache es auf eine Art, wo ich so noch nie gemacht habe, aber seht selbst. Viel Spaß dabei. Ja, Grillfeuer, den Krustenbraten ist ja kein Hexenwerk, aber bisher habe ich es noch nie geschafft, dass die Kruste so richtig aufgeploppt ist und das möchte ich heute mal ändern. Ich habe mir da was sagen lassen oder was zeigen lassen und genauso probiere ich es aus. Und Leute, schaut euch mal das scheiß Wetter an, es stürmt, vielleicht hört man es im Hintergrund, es stürmt und regnet, aber naja, egal. Kommt mit, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So, hier seht ihr unser zwei kleine Stückchen Krustenbraten. Die Kruste ist schon eingeschnitten, nicht gepökelt. Ich drehe den jetzt mal um. Was ich jetzt hier machen werde, ich werde diesen Teil kurz salzen. Müsst ihr auch gar nicht sparen. Ordentlich Salz drauf, kurz angedrückt. Die Seite auch noch. Dasselbe mache ich hier auch. So, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich überlegen, warum macht er jetzt die Schwarte nicht. Das ist das, was wir uns sagen haben lassen. Und zwar werde ich die Schwarte zuerst eine gute halbe Stunde in Wasser kochen. Dann soll sie super knusprig werden. Da es jetzt ziemlich kalt ist, habe ich das Wasser aus dem Wasserkocher. Und wir gießen das mal an. Das war jetzt, weiß gar nicht, ein Liter oder sowas, oder ein bisschen mehr, 1,5 Liter. Das war jetzt die ganze Vorbereitung. Wir gehen jetzt an unseren Gasgrill, den habe ich schon mal eingeschalten und da sehen wir uns gleich. So, wie gesagt, unser Napoleon ist schon auf Temperatur. Ich habe den rechten und den linken Brenner an. In die Mitte kommt unser Fleisch. Und da machen wir auch gar nicht lang rum. Deckel zu und wir sehen uns in einer halben Stunde wieder beim nächsten Schritt, aber da seid ihr natürlich dann wieder mit dabei. Inzwischen ist eine halbe Stunde vergangen, ich hoffe, man versteht mich noch bei dem Wind, der wird ja immer schlimmer. So, wir schauen trotzdem mal rein. So, da sind die zwei Krustenbraten, die werde ich jetzt runterholen vom Grill, werde sie auf den Gitterrost legen und dann werden sie wie gewohnt gegrillt, aber jetzt erstmal runterholen, die zwei Prachtstücke. So, ich habe hier noch einen Rost, der passt zwar nicht genau drauf, aber da werde ich sie drauflegen. Den Fond lasse ich gerade unten drin. Holen wir mal kurz runter. So. Das Ganze setze ich wieder drauf. Bleibt nichts mehr übrig, wie nur zu salzen nochmal. Dass auch da noch ein bisschen Geschmack dran kommt. Und was ich gerade sehe, ich glaube, das Einschneiden, das war schon so vorgegeben. Ich werde sie noch ein bisschen einritzen, aber das zeige ich euch gleich dann nochmal. Ihr seht es ja selbst, ich habe den Krustenbraten noch ein bisschen eingeschnitten. Jetzt bleibt noch nichts anderes übrig wie Deckel zu. Brenner mache ich voll auf. Wie gesagt, den rechten und den linken. Und dann denke ich so Stunde, Stunde 20 dürften wir durch sein, aber ich mache ab und zu ein kleines Zwischenfazit, wie sich die Schwarte entwickelt. So, wie versprochen, wir schauen mal drunter, eine Dreiviertelstunde ist ins Land gezogen und oh ja, wir sind hier auf einem guten Weg, das fängt an aufzuploppen, ja, saugut. Freunde, ich mache wieder zu, bei dem Wind hat auch der Grill ordentlich zu kämpfen und ich denke, halbe Stunde sind wir durch und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, Freunde, ihr hört im Hintergrund, der Sturm hat noch zugenommen. Wir schauen mal drunter, es ist vollbracht, genau 2 Stunden. Und oh ja, mega sieht es aus, oder? Ich hole es runter, drin gibt es ein Anschnittbild und ein Probierle, aber jetzt geht es erst einmal rein.
So, Grillfreunde, ihr seht, einer ist schon Geschichte. Wir schneiden mal an und hört mal. Habe ich noch nie geschafft. Wahnsinn. So, wir schneiden mal. Und oh ja, super saftig. Wir probieren sofort. Probierle auf euch. Mmh, hört man's? Mmh, herrlich. Also eins ist sicher, die beste Schwade, die wir bisher hingebracht haben, das mit dem Ankochen der Schwade, finde ich eine super Idee. Funktioniert, habt ihr ja gesehen, geschmacklich der nicht gepökelte Krustenbraten wesentlich besser wie der gepökelte. Und das Ergebnis gibt mir ja recht, sieht mega lecker aus, super saftig, 2 Stunden Garzeit. Freunde, hervorragend, mehr kann man nicht dazu sagen. Ich esse jetzt weiter, weil es schmeckt richtig gut. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Thomas. Ciao, ciao.